Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen geheimen Ort. Mein Name ist Miriam Schmidt. Ich bin hier verantwortlich für die Social Media Aktivitäten im Haus. Ja, unser heutiger geheimer Ort, wir stehen davor, ist ein einstiger Terrassengarten, ein Steingarten, wovon leider nicht mehr so viel über ist. Sie sehen es hier neben mir. Nur noch wirklich zu sehen ist dieses Gartentor. Aber damit Sie das gleich ein bisschen besser verstehen, was ich Ihnen dazu erzähle, gehen wir den Weg da hinten einmal runter und schauen uns das von einer ganz anderen Perspektive einmal an. Ja, jetzt sind wir zu den Füßen des Steingartens hinuntergelaufen. Sie sehen es vielleicht auch hier schon im Vordergrund und auch hinter mir. Diese Stufen, diese Steinreihung, die die Stufen bilden. Und ganz hinten einmal das Gartentor, wo ich Sie eben gerade begrüßt habe. Ja, der Steingarten wurde um 1930 angelegt von Franz Hötterges. Das war ein Schüler Johann Bossarts, der hier zeitweise gelebt und gearbeitet hat. Damit Sie sich das jetzt aber noch ein bisschen besser vorstellen können, wie dieser Steingarten mal aussah, blenden wir Ihnen jetzt eine historische Fotografie ein. Auf dieser Aufnahme sehen Sie eine junge Dame inmitten von Stufen, Steinen und Beeten sitzen. Das ist Helene Frahm. Das war die Verlobte von Franz Hötterges, die auch zeitweise zu Besuch hier an der Kunststätte Bossart war. Genau. Und wie Sie es auf dem Foto schon erkennen können, hier sind keine Nutzpflanzen angepflanzt worden, sondern eben Zierpflanzen. Buchsbaum, Alpenveilchen, auch Rhododendren wurden hier angepflanzt. Das war also ein Garten, ja, der wirklich für Zierpflanzen vorbehalten war. Ganz im Gegensatz dazu standen die anderen Gärten hier auf dem Gelände der Kunststätte Bossart, wie zum Beispiel der Gemüse-, der Nutzgarten, der Obstgarten oder auch der Klostergarten. Ganz im Sinne der Selbstversorgung haben hier die Bewohner der Kunststätte sich selbst versorgt, eben mit entsprechenden Flächen und Pflanzen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Garten so schnell aufgegeben worden ist, der große Pflegeaufwand. In diesen unsicheren Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg und auch während dem Zweiten Weltkrieg war natürlich der Fokus auf den Nutzgärten und nicht eben auf so einem Ziergarten wie dieser hier, wo ich gerade drin stehe. Ja, und das ist eigentlich auch schon das Ende von unserem geheimen Ort. Kommen Sie gerne einmal vorbei, um sich diesen besonderen Platz einmal anzuschauen. Wir freuen uns auf Sie, auf Ihren analogen Besuch, und damit sage ich nur noch, bleiben Sie neugierig und bis zum nächsten Mal.